Eintrag 18.1 am 24. März 2021. Der FAB stirbt aus. Liebes Tagebuch, nach 24 Jahren bahnbrechender Entwicklungen von der Telefonzelle hin zum Smartphone, vom Benzinmotor hin zum Elektroauto, inmitten der Digitalisierung wird in der Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe das gelehrt, was vor 24 Jahren in der Neuordnung beschlossen wurde. Da, wo wir unter tausenden Menschen die Kontrolle behalten, wo wir Bedrohungen ausgesetzt sind, uns beschimpfen lassen, da wird das Inselmodell und das Vier-Ohren-Prinzip gelehrt. Da, wo wir Social Media nutzen, lernen wir, wie man einen Flyer gestaltet. Da, wo wir den Aufbau des Schaltschranks verstehen, wo wir die Sensorik der Gebäudeleittechnik bedienen, lernen wir, dass wir nicht mal eine Glühbirne wechseln dürfen. Da, wo wir in 10 Jahren durchschnittlich 3-mal retten, trainieren wir in Klamotten schwimmen, um bei den 300 Metern in der Prüfung nicht durchzufallen. Da, wo wir nach der Ausbildung fürs Schwimmtraining privat kommen und Eintritt bezahlen, lernen wir Trainingspläne und wie man vom Turm springt. Da, wo wir externe Schwimmschulen beauftragen, lernen wir die 12 Lehrstunden eines Schwimmkurses. Da, wo man nach einer erfolgreichen Reanimation erstmal in ein Loch fällt, da lernen wir, dass man den hohen Ellenbogen nicht vergessen darf. Ich stelle mir immer wieder vor, wie ein junger Mensch eine Telefonzelle an die Hand bekommt, um einen Instagram-Feed zu erstellen. Da, wo man sich fragt, was mit der aktuellen Generation verkehrt läuft, da sind Auszubildende nach einem halben Jahr demotiviert und gelangweilt. Es heißt immer wieder, dass es doch nur an Werbung für das Berufsbild fehlt. Da, wo SAP und BMW deine Nachbarn sind, auf dem Infostand der Berufsmesse. Mit was lockt man einen jungen Menschen, da, wo es um seine Zukunft geht? Mit dem, was es sein könnte, oder dem, was es geworden ist. Da, wo wir ständigem Lärm und Stress ausgesetzt sind, da sprechen wir von Besucherzahlen und Personalkosten. Da, wo familienorientierte und moderne Arbeitszeitkonzepte uns Perspektiven geben, da sprechen wir von längeren Öffnungszeiten. Da, wo wir in 24 Stunden erreichbar sind, sprechen wir von Betriebsinteresse statt von Rufbereitschaft. Da, wo wir in 10 Stunden am Tag für Sicherheit, Ordnung und Ruhe sorgen, da rechtfertigen wir uns für die Überstunden. Da, wo wir selbst tausende Euro einsparen, da schaffen wir eine Ebene unter dem Fachangestellten. Da, wo wir Kindern schwimmen lernen, Daseinsvorsorge betreiben, bauen wir Riesentempel, wo auf 2 FABs 20 Rettungsschwimmer folgen. Da, wo wir Hilfestellung und Lösung brauchen, da beauftragen wir Berater, die selbst nicht ins Schwimmbad gehen. Da, wo wir Ideen haben und mutig sein wollen, da scheitern wir an Bürokratie und Verwaltung. Sind nicht wir die Fachkräfte, die Badleiter beraten sollten? Oder am Ende nur Erfüllungsgehilfen? Ich frage mich die ganze Zeit, wer bezieht überhaupt noch Stellung für die Fachkräfte? Da, wo junge FABs etwas bewegen, spricht man vom jugendlichen Eifer. Da, wo wir einen starken Rücken brauchen, da betreiben wir Lobbyismus für investitionsbedürftige Bäder. Da, wo wir Wertschätzung, Vertrauen und Investition brauchen, da suchen wir Dienstleister, die den Badebetrieb hoheitlich übernehmen. Da, wo man kein Personal mehr finden möchte, sprechen wir von Fachkräftehandel. Da, wo wir neue Ideen und eigene Konzepte, Innovation und Attraktivität schaffen, da muss man den Internetbeauftragten bitten, die Homepage endlich zu aktualisieren. Ich weiß nicht, wo das noch alles hinführen wird und wo wir uns in der Zukunft befinden werden, aber eins weiß ich genau: Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Heute, 24 Jahre später, haben wir endlich das erreicht, was ich mir damals ausgemalt hatte. Heute ist der Bademeister die Version 3.0. Wir haben eine unglaublich vielseitige Ausbildung. Nach dem Grundteil kannst du wählen, in welche Richtung du dich spezialisieren möchtest. Du kannst wählen zwischen Technik, Wellness, Gastronomie, Sport, Event und Management. Was damals noch ein Zuschussobjekt war, ist heute ein Ort, an dem unsere Gäste neben dem Schwimmen Erholung finden, Sport treiben, shoppen gehen und gigantische Events erleben können. Was damals als ein einziges Objekt verstanden wurde, ist heute ein Ort der Vielfalt. Heute, wo die Fachkraft ein erstrebenswerter Beruf ist, weil wir es verstanden haben, die Angst vor Veränderung zu nutzen, um selbst wachsen zu können. Da erinnere ich mich gern an die Gespräche mit den Kollegen von damals. In letzter Zeit stelle ich mir oft vor, wo wir in 24 Jahren stehen werden.